Hey Leute, willkommen zurück zu der Asian Dynasty. So, heute am Montag, dem ersten Spiel von Deutschland in der WM. Ja, mal gucken, in 2 Stunden, also wenn dieses Video online ist, nee, in 3 Stunden, wenn dieses Video online ist, ist glaube ich Anpfiff. Anpfiff ist doch um 18 Uhr, oder? Ja, das wird mit Sicherheit interessant gegen Portugal. Könnt ihr mal schreiben, schaut es euch an, habt es euch angesehen, wenn es schon wenn ihr das Video seht, wenn das Spiel rum ist, wie fandet ihr das Spiel, wie auch immer, könnt ihr ja gerne mal in die, oder was denkt ihr, wer gewinnt und so weiter, könnt ihr ja alles mit welchem Ergebnis, könnt ihr ja mal in die Kommentare packen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dass wir da vielleicht mal gucken können, was ihr denkt. Ich bin mir da, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so sicher, wie gut es wird. Portugal ist eine gute Mannschaft, obwohl ich jetzt nicht der Typ bin, der richtig viel Ahnung vom Fußball hat. Aber soweit ich weiß, sind die gar nicht mal so schlecht dabei. Und wie ihr jetzt gerade hier seht, das war das, was ich im letzten Part gemeint hatte. Jetzt kommen immer neue Armeen sozusagen, immer alle paar Minuten, die jetzt nicht so wirklich schwierig sind zwar, aber trotzdem, also nicht zu unterschätzen. Geht immer darüber, so. Und ihr habt da oben Holz geholt, jetzt könnt ihr darüber gehen und Holz holen. Das war jetzt erstmal nur dafür, falls man nachher irgendwelche Felder noch baut, dann haben wir da ein bisschen Platz. Ja, ich bin mir da, um ehrlich zu sein, gar nicht so sicher, wie es sein wird, dieses Spiel. Ich hoffe natürlich klar, dass Deutschland gewinnt und so, aber wie hoch und wie gut und so weiter, da bin ich mir einfach gar nicht so richtig sicher. Also ich denke, es wird so, ja, vielleicht 1-0 für Deutschland, 2-0 für Deutschland, sowas in dem Kanten rum. Kann natürlich auch sein, dass das, was ich jetzt hier sage, total unrealistisch ist und eher Deutschland verliert oder so, aber natürlich hoffe ich ja, dass Deutschland gewinnt, klar. Wobei ich für die insgesamt die WM jetzt nicht so die Hoffnung habe. Ja, das ist halt die Frage, wie es aussieht. Aber ich hoffe einfach mal, dass es einigermaßen gut machen. Holen wir uns hier mal noch 2 von denen. Könnten wir rein theoretisch gleich mal angreifen, weil so wirklich schwierig ist das jetzt eigentlich gerade gar nicht. Ich meine, die sind auch lustig. Wir könnten natürlich hier jetzt auch rein, aber was soll der Unterschied hier? Was macht das für einen Unterschied? Wo wir in das feindliche Lager reinmarschieren? Eigentlich gar keinen. So, wir können uns hier eigentlich jetzt gerade mal noch ein paar Einheiten holen, fällt mir gerade so auf. Holen wir uns erstmal die hier und vielleicht noch die hier und dann können wir uns die hier noch holen. So, und da fällt mir ein, jetzt können wir eigentlich doch kurz diese 2 Sachen hier verbessern, wenn wir jetzt noch Truppen aus der Heimatstadt holen. Das war ja das letzte Mal in der letzten Folge so die Frage, ob wir das machen sollen oder nehmen. Eben nicht. Also dann würde ich sagen, schauen wir mal. Importieren wir mal nochmal ein paar Einheiten. Ach, können wir gerade nicht. Ach, wir sind noch nicht mal fertig mit einer Einheit Kavallerie. Naja, so wirklich der Hammer ist das Ding nicht. Aber wenn es mich nicht täuscht, ist das hier sowieso die letzte Mission der China-Kampagne und dann kommt als nächstes Indien. Bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ja, ja, Xingxiangming-Ling ist okay. Gut, geh da runter. So, gehen wir da hoch. Formieren wir uns hier mal. Jetzt haben wir schon wieder zu viele Truppen. Oh oh. Das finde ich jetzt aber assig hier. Ja genau, so haben sie mich nämlich auch angegriffen. Auch schwer von 2 Seiten. Nur mit dem Unterschied, dass es da um einiges mehr Truppen waren. Ah, dieser Spezialangriff war jetzt auch ziemlich sinnlos, weil die Gegner so schnell gestorben sind. Unsere Flammenwerfer könnten wir rein theoretisch auch einsetzen, aber... Naja. So, dann würde ich sagen, schicken wir unsere Leute mal wieder raus zum Arbeiten. Reparieren die Gebäude, so. So, das ist jetzt die Nummer 2, das ist die Nummer 3 und das ist irgendwie hier die Nummer 1. Zumindest die Teile, die da dabei sind. So, jetzt pumpen wir erstmal wieder Einheiten raus wie Sau. Das ist nicht schlecht unbedingt. Ich denke, wir machen gleich nochmal eine zweite Gruppe auf, sozusagen. Für die normalen Truppen, meine ich. Erstmal müssen wir Häusle bauen.
So. Ich muss auf Schwäbisch sagen, würde, gell? So, dann geh du mal da hin und bau mir mal hier ein Häusle. So, also, oder auch zwei. Gut, sehr schön. Ja, was kommt da? Gold kommt. Ja, danke Steam. Schon wieder vergessen. So, stimmt, es kommt hier bei uns die Einheit Kavallerie nicht raus. Das war natürlich sehr effektiv. Naja. Ach, der wartet schon wieder auf neue Fracht. Keine Chance, die Gegner, die hier kommen. Oh. Flammenwerfer, das ist natürlich nicht so nice. Hab ja seit neuestem jetzt eine neue Grafikkarte. Ich weiß gar nicht, habe ich es schon mal gesagt? Ich glaube, ich habe es da in dem Part, dass ich mal für diese Mission sehr schwer aufgenommen habe und das so übel eklig war. Habe ich das, glaube ich, erwähnt gehabt. Aber ja, ich habe jetzt eine neue Grafikkarte, eine GTX 87 Ti. Und mit der kann man jetzt schon das ein oder andere Schöne machen. Das Problem ist, in meinem Mount & Blade lag es trotzdem noch beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, woran das seit neuestem liegt, um ehrlich zu sein. Falls ihr meine Mount & Blade Warband North & South Line Battles verfolgt, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Das war irgendwie sehr, sehr komisch. Ja, das leckt da seit neuestem irgendwie. Ich habe nichts an den Einstellungen geändert, aber seit neuestem leckt es halt einfach beim Aufnehmen. Sehr schade im Moment, aber ich hoffe, dass ich es heute wieder hinkrieg, aufzunehmen irgendwie. Ich versuche es heute mal anstatt mit Raps mal mit Digstory. Mal gucken, ob es so besser klappt. Könnte man meine Truppen angreifen und nicht da oben so dumm rumrennen. Danke. Ja, da muss man mal schauen, ob wir es heute hinkriegen. Also, packt ihr da hinten fest, oder? Idiot. Hat er sich da hinten eingebaut? Die Flasche. Würde ich sagen, geh schon mal sterben. So. Hey, wie viel hält eigentlich diese komische Hügelburg hier aus? Ist ja, ja eklig. Naja, ich weiß, ich gehe gerade ein bisschen verschwenderisch mit unseren Truppen um, aber die Mission ist sowieso so gut wie gewonnen eigentlich. Geh in dein Dorf zurück. Irgendwann. Du hast nicht den Mumm, das Nötige zu tun. So, stellen wir erstmal die Kaserne hier. Ach komm, greif da mal an. Jo, gut, dann hau mal rein hier. Wobei natürlich eine neue Grafikkarte hier an dem Spiel eigentlich so gut wie gar nichts ändert, aber okay. Weil das sind ja schon die höchsten Einstellungen. Oh, da kommen die riesige Armee an Bevölkerung. Woher kommen die eigentlich? Von da oben, oder was? Hier sind aber einige Truppen jetzt, einige Gegner. Rekrutieren wir gerade mal ein paar neue Soldaten. Wir machen das mal anders. Ich möchte es immer so abwechselnd haben, sozusagen. Also Kaff. So, und jetzt noch am Schluss nochmal zweimal. So. Hätte da jetzt Dorfbewohner reingesetzt, ist der dumm. Ich meine, momentan könnt ihr ja hier unten alle Dorfbewohner hinschicken und da unten weiterarbeiten lassen, nicht hier oben. Das ist irgendwie ziemlich doof. So, wir sind fertig. Einmal 5000 aufgebraut, da unten haben wir auch 5000. An diesen Goldminen hat man immer 5000, das ist krass. Oh. Nein, nein, nein. Aua, böse. Muss mal ein bisschen Dorfbewohner schlachten, muss mal ein paar Kriegsverbrechen begehen hier. Naja. Gut, dann
tötet bei denen dann noch bitte. Und jetzt holen wir uns hier nochmal ein bisschen weitere Artillerie, weil mir geht es ein bisschen zu langsam, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise können wir uns die auch aus der Heimatstadt holen, da können wir uns sogar 7 Stück umsonst holen, muhaha. Und dann holen wir uns noch die anderen Schützen. So, zerstören wir mal hier noch diese Hügelburg da und hier unten noch diese ganzen Gebäude, wo so irgendwelche Soldaten rauskriegen könnten. Oh, jetzt sind wir aber gerade ein bisschen im Stress hier. Ach, wir haben ja 2 Kasernen, das ist mir gerade wieder eingefallen. Bevölkerungslimit zu niedrig. Achso, natürlich doof. Ja, Junbei-Halle. Richtig, da stimme ich dir voll und ganz zu. 9, 10 Leute. So, dann baut ihr mal hier so ein Ding hin. Damit wir wenigstens noch ein bisschen Nahrung bekommen. Gut, sehr schön. Und dann haben wir jetzt hier neue Truppen. Die wir dann relativ schnell da runterschicken können. So, 13 Stück. Hier die Kaff können wir natürlich auch mal rüber schicken. Die Nummer 4. Das da oben ist zerstört soweit eigentlich. Dann können wir mal hier weiter runter marschieren. Gerade gedacht, dass wären Feinde hier, die ihre eigenen Sachen angreifen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich dachte es gerade echt. 1, 2, 3, ja. Hau ab! Lass meine Artillerie in Ruhe. Böser Typ, du. Diese Kaffee ist gar nicht mal so schlecht hier. So, Nummer 1, wie gesagt. So. Jetzt werden wir hier mal mit 8 dieser Handmörser hier auf diese Hügelburg schießen und mal schauen, was passiert. So. Du gehörst nicht in dieses seltsame Land, Kapitän. Je länger du bleibst, desto mehr unschuldiges Blut wird an deinen Händen kleben. Was machen wir eigentlich mit denen jetzt hier? Ich habe hier doch irgendwo Tiere gesehen. Ja, da drüben, dann verbessern wir das mal gerade. Und hier könnten wir da runtergehen. Stellen wir erstmal den Aztekentempel hier. So, da kommen neue Truppen, die wir hier auf jeden Fall auch gebrauchen können. So, das war der Aztekentempel. Oh, neue Gegner da unten. Toll. Leute, die töten nicht mal mit den 8 Schüssen hier den einen Gegner hier. Ja, diese eine Dorfbewohnerin, das ist ein bisschen schlecht. Ja, einfach mal ein bisschen kämpfen hier unten, ist jetzt nicht ganz so wild. Wundert mich nur, vorhin in dem einen Intro hat man so Aztekentruppen gesehen, jetzt kämpfen wir nur gegen Chinesen, das ist eigentlich auch interessant. Ich muss sagen, insgesamt war diese Chinesen-Kampagne jetzt schon gebalanceder als die Japaner-Kampagne, aber sie war trotzdem teilweise eklig. Vor allem diese Mission hier auf schwer, wirklich, wirklich, wirklich eklig. Also es kamen die ganze Zeit diese Angriffe, nur dass man halt nichts anderes machen konnte als warten. Das war halt eben der Unterschied. Also und versuchen es abzuwehren, und man hat halt einfach keine Chance gehabt, weil man konnte weder weitere Dorfbewohner rekrutieren, weil man ja keine, weil man ja alles ausgeben musste für Truppen. Ah, da hatten wir Jan. Der kleine Fucky. Töte den mal kurz. Hier unten, da ist er. Dann wird man nämlich erst. Trauert um dich, Kapitän Ua. Du wirst wie ein armer Bauer auf diesem Felsen sterben. Oder auch nicht, er ist jetzt nicht tot. So wirklich geil sind die Handmörser eigentlich auch nicht, aber egal.
drüben sind noch irgendwo Gegner, oder? Du hast mich besiegt, aber da irrst du dich. Dies ist erst der Anfang meiner Herrschaft. Gibt's noch weitere Missionen? Im nächsten Leben vielleicht, aber nicht in diesem. Bin mir ja gerade gar nicht so sicher, ob es noch weitere Missionen gibt oder nicht. Meereswechsel. Nimm Kurs auf die Heimat, Shen. Wir segeln nach Osten. Endlich! Mir kommt der verdammte Sand schon aus den Ohren raus. Es ist deine Schande, dass jemand von so großartigem Stand einen so gewöhnlichen Tod sterben musste. Entscheidungen geben einem Mann Größe, Kapitän. Nicht Familie oder Geld. Dann bin ich froh, dass du mich geführt hast, Jen. Das ist nicht mein Verdienst. Der Geruch von Schnaps hat mir den Weg gewiesen. Ist alles erledigt? Wir haben am Strand alle Spuren unserer Anwesenheit verwischt. Gut. Jetzt kann sich die Flotte in ruhigere Gewässer begeben. Heim. Hoffentlich erfährt niemand, dass wir hier waren. Das war jetzt natürlich so eine kleine Anspielung noch auf die Leute, die danach, auf die Kolonisten, also auf die Europäer, die danach Amerika gegangen sind, so ungefähr soll das jetzt noch eine kleine Anspielung sein. So, dann danke ich euch auch, dass ihr beim zweiten Akt China dabei wart, so wie schon bei Japan. Und dann geht es nämlich beim nächsten Akt nach Indien. Das wird auch sehr interessant. Ist eine gute Kampagne, soweit ich mich erinnern kann. Mal schauen, ob sie gebalancer ist und ob sie fairer ist als die anderen zwei davor. Ich sag ja nicht, dass es leicht sein muss und dass man durchrennen kann, aber es sollte halt auch nicht unfair sein, gell? Und dann würde ich sagen, vielen Dank soweit fürs Zuschauen. Viel Spaß heute beim Fußballschauen. Falls ihr es gesehen habt. Falls es davor natürlich guckt, ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet beim Fußballschauen. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das Let's Play fandet jetzt hier, und dann natürlich, wie ihr tippt mit dem Spiel und wie ihr denkt, wie das Spiel enden wird, beziehungsweise wenn das Spiel schon rum ist, wenn ihr dieses Video hier anschaut, was ihr zum Spiel sagt. Würde mich sehr interessieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.